Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Verena kocht. Ich habe was Veganes heute dabei, denn es ist ja auch Veganuary. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, macht ihr mit? Habt ihr coole kreative Rezepte auch schon ausprobiert? Bei mir gibt es heute ein schönes Rezept mit Brokkoli dabei, in den cremigen Bulgur. Das wird richtig, richtig lecker. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich starte direkt mit dem Bulgur, den werde ich zuerst einmal waschen. Und jetzt kommt die Gemüsebrühe dazu. Der Bulgur, der hat jetzt einmal aufgekocht. Ich habe einen Deckel drauf gegeben und jetzt heißt es erstmal für 15 Minuten sachte köcheln lassen. Für die Brokkoli-Creme schnappe ich mir natürlich erstmal den Brokkoli. Ich trenne jetzt noch ein paar Röschen ab, die kommen am Ende on top. Den restlichen Brokkoli, den schneide ich jetzt einfach in Stücke. Und hier könnt ihr auch den Stiel nutzen, nur hier unten schneide ich ein kleines Stück weg. Und dann koche ich alles in Salzwasser so weich, dass ich es einmal gut mixen kann. Ich schneide in der Zwischenzeit den Porree und die zwei Schalotten. Der Brokkoli, der ist jetzt weich genug gegart. Den nehme ich jetzt einmal direkt aus dem Kochwasser raus und packe ihn schon mal in den Standmixer. Zu dem Brokkoli kommt auf jeden Fall noch etwas von dem leckeren Brokkoliwasser. Es fehlt noch der angeschwitzte Porree und die angeschwitzten Schalotten. Das mache ich noch fix, dann kommt das mit dazu. Meine Schalotten und der Porree, der hat jetzt eine schöne Farbe und darf direkt mit zum Brokkoli. Es darf die vegane Butter dazu. Salz, anschließend Pfeffer. Und noch etwas Muskat, passt nämlich, wie ich finde, bei Brokkoli wirklich, wirklich gut. Und jetzt darf das Ganze nochmal gemixt werden. Die Farbe ist schon der Knaller. Und ich gebe das jetzt schon mal in eine Schüssel, wo ich gleich den Bulgur dann dazugebe. Mein cremiger Bulgur, der ist an sich schon fertig, aber es fehlt für das Topping noch das Anrösten der Brokkoliröschen zusammen mit den Cashewkernen und so ein bisschen Zitronenabrieb kommt auch noch on top. Alternativ zu den Cashewkernen könnt ihr auch Haselnüsse oder Walnüsse nutzen oder vielleicht wer gar keine Nüsse mag, so ein bisschen geröstete Brotwürfel, passt auch super. Ich hacke jetzt noch ein bisschen frische Petersilie und dann kann ich auch schon anrichten. Das war mein cremiger Bulgur, ein cooles Rezept für den Veganuary. Ich bin gespannt, ob ihr es nachkocht. Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Auf dem Kaufland-Kanal, da findet ihr nicht nur coole weitere vegane Rezepte, sondern ein buntes Potpourri. Abonniert den unbedingt. Und ich sag jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Verena kocht.